Always unlucky, with the war verloren. Es wäre geil, wenn wir jetzt diese Gemstone Cavern hätten. Das sieht okay aus. Sure. Unser Gegner irgendwas gemacht? Noch ein Game-Log, ja. Mulligans to 6, Mulligans to 5. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sollten wir das hier lassen. Ich würde es auch da lassen, ja. Deshalb fürs Aufnehmen immer ein bisschen mehr, aber. Ja, ein bisschen kleiner Screen. Okay. Oh. Wow, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ist das jetzt neu in diesen Playpoints Packs? Anscheinend. Ursas Mine. Das sollten wir gewinnen. Wenn der Gegner mit Forest anfängt. Wir haben leider keine Chance. Stirrings zuerst, oder? Legen wir nicht einfach Scales? Keine Ahnung. Warum sollten wir nicht Scales nehmen? Es macht keinen Unterschied, oder? Na, wir wollen nächste Runde vielleicht. Ja. Wir wollen nächste Runde auf jeden Fall Overseer legen, wenn wir können. Ja. Okay. Wenn wir Land ziehen, ist doch richtig gut. Dann können wir Morx, Overseer, Walker machen. I guess wir können jetzt nicht ziehen. Ja, der hätte es nicht spielen sollen, aber okay. Weil? Was soll passieren? Nature's Claim auf meinen Morx? Information. So what? Weniger Klick für nächste Runde. Okay. Ich glaube, du lernst nicht viel. Okay, alles klar. Alles klar, Chef. Siehste. Go gesagt. Oh, noch ein Stirrings. Ja, gut, haben wir hier noch 5. Oder hat er auf 6 gemacht? Auf 5 gemacht. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, wie ist das schön. So, Overseer, Worker. Ja. Das beste Land, was du hättest ziehen können. Das macht, ja, klar. Es ist, obwohl, ich glaube, Nexus wäre besser gewesen. Nexus? Ja. Weil wir Stirrings für Ravage haben. Ja. Maybe. Okay, das heißt, unser Gegner macht nächste Runde... Ugin. Bitte. Kein Ausdruck. Oblivion Stone ist natürlich das, was am gefährlichsten... Können wir nicht drumherum spielen, glaube ich, groß, oder? Naja, wir haben wir haben Hangover gegessen. Ne? Deswegen willst du halt die... Inkmoth. Die Inkmoth haben. Sure. Wir könnten Walker für 2 Marken legen, anstatt Stirrings. Wir können Modul noch einen Token machen, dann mit dem Hangerback Walker und dann Overseer aktivieren. Modul. Ja, aber das Modul wollen wir nicht vor dem Stone machen. Er hat eine Karte, die wir kennen, und das ist das Land. Und er hat ein Relic gerade gelegt. Er hat ein Relic gelegt, das bedeutet eigentlich, dass er keinen Stone in der Hand hat. Du würdest kein Relic legen, wenn du einen Stone in der Hand hast. Das ist eigentlich ein gutes Signal. Wir wollen aber auf jeden Fall erstmal Stirrings machen, oder? Ja, aber der effiziente aus Mana nutzen wäre ja Modul, machen Token, Hangerback. Gewinnen wir dann schon wieder, wenn wir Ravager haben? Wenn wir nächsten Zug Stirrings für Ravager machen, gewinnen wir auf jeden Fall. Aber du meinst diesen Zug, wenn wir Ravager finden? 1, 2, 3, 6. Nö. Doch, oder? Nee, wir können ja nicht den Walker legen. Aber wir können das legen noch. Ja, genau. Also wir haben 3 Artefakte, das sind 6. Dann hat der 4 Power schon mal. Der Ravager hat 4 Power. Machst du 10. Wer hat 4 Power? Achso, der hat 4 Power. Machst du 10, machst du 12, packst du auf ihn, hast du 13 Marken auf den 4-4er, bist du bei 17 Damage. Hm. Der Ravager ist 2-2. Der ist 2-2. Genau. Wird dann 4-4. Opfert die 3 Artefakte, wird 10-10. Ja. Opfert den, wird 12-12. 13 Marken, er ist 4-4, sind 17 Damage. Ja. Und den können wir nicht opfern, weil der ist. Der Overseer aktiviert. Ja, okay. Das heißt, wir können auch nächsten Zug Stirrings machen. Wir können auch nächsten Zug Stirrings machen. Oder was willst du jetzt finden? Eine Inkmoth? Aber. Eine Inkmoth macht jetzt auch nicht viel. Wenn er Ostone macht, dann kriegt die Inkmoth 3 Marken. Das sind 4-4 Flyer. Ich glaube nicht, dass es reicht. Hm. Was machen wir denn gegen Ostone? Nichts. Er hat keine Ostone in der Hand, sonst würde er das Relic nicht spielen. Alright. Wenn Arne das sagt. Also, wir machen Modul. Wurmcoil ist halt so eine Karte, ne? Wurmcoil ist egal. Okay. Wir können einfach diese Sachen... Also, Wurmcoil ist bestimmt egal. Wir ziehen einfach Ravager. Wir finden einfach Ravager in der Top 6.
Wir haben sogar Top 7 mit der No. Canopy. No. Aber da brauchen wir noch ein Land. Ja, aber die Stirrings findet uns. Wenn es kein Ravager findet, findet es auch ein Land. Wir haben immer noch eine Menge Top da nach dem Stone. Ja. Und wenn unser Gegner uns enttappen lässt, dann haben wir mehr Top da. Und wenn unser Gegner das gleich macht, können die Top da angreifen. Alright. Cool. So, wir wollen natürlich die Dumping Spheres. Und das war's. Nature's Claim. Nature's Claim on the Draw ist üblicherweise nicht gut genug. Okay. Wir können halt mal so einen Turn 3 Stone legen, aber dann einen Turn 5 crappen. Mit einer Sphäre draußen. Aber ist wahrscheinlich zu langsam. Und hier wollen wir auf keinen Fall die Module. Üblicherweise wollen wir alle 0-Mana-Artefakte für Schnelligkeit. Die board natürlich Artefakt-Removal. Hier können wir auch wieder einen Forest rausnehmen einfach. Man könnte überlegen, ob man so einen Thron vielleicht. Was bauen die? Die bauen Fractusk und Nature's Claim. Ja. So ungefähr. Dismembers, Spatial Contortion. Ja, wie halt alles Removal, was sie haben. Wurmcoil im Combat mit Claim kann man zerstören. Ballista hat er auch. Ich kenne das Matchup zu schlecht, ob man Claim boardet. Throne of Geth kommt mir jetzt nicht so prickelnd vor. Kann halt nochmal schnell einen Damage machen, so später. Ja. Also ich glaube, Forest ist einfach egaler, weil du wirst nicht zu dem Punkt kommen, wo du deinen Ballista pumpen willst. Fair. Hallöchen. Hallo, hallo, hallo. Okay. Also wir dürfen nicht die Nexus machen. Wir müssen wahrscheinlich den Walker nehmen. Ja. Agreed. Das, meine Freunde. Ich glaube, es ist einfach, ich bin der Glücksbringer hier. Oh, definitiv. Meine Anwesenheit. Definitiv. Okay. Können jetzt eigentlich Scales. Ja, okay. Willinger von Rovers, ja. Sure. Und dann ist halt die Frage, wenn unser Gegner jetzt Tron Piece legt, müssen wir Sphäre legen? Wenn unser Gegner das nicht macht, machen wir einfach Scales in Volker. Agree. Und dann geht die Post ab. Oh. Interesting. Growth. Ups, mein Magen. Mr. Hungrig. Hungrig. Gleich Celebration. Dinner. Nach unserem. Na, nicht jinxen. Nicht jinxen. Ja. Der Gegner hier. Interaktion, Tronländer. Der macht das hier ganz easy für ihn. Aber jetzt kommt die Sphäre. Jetzt bist du out of interaction. Aber mein Gott, Upgrade und Nature's Claim, das geht schlechter gegen Hardened Scales. Das ist eine gute Version gegen uns vielleicht. Wofür könnte er noch rot spielen? Und wenn wir ein Land ziehen, haben wir auch schon wieder gewonnen. Oh, kein Kahn für dich. Wenn wir Land ziehen, haben wir gewonnen. Krass, ne? Das ist geil. Er kann halt Removal haben. Aber all sein Removal zerstört. Nein, nicht all sein Removal. Also wenn unser Gegner nicht die Dampifiers zerstört, gerade, weiß ich nicht. Dann hat er wahrscheinlich kein Removal. Weil er wird auch keine Contortion haben, wenn er Braid hat. Und er wird auch keine Dismember spielen, wenn er rot spielt wahrscheinlich. Dann wird er irgendwie so Flameslash oder sowas spielen. Oder Braids. Ja. Naja, er will wahrscheinlich schon eine Antwort für Swing in the Eyes in seinem Deck haben zur Zeit. Oder für Gurmek Engler. In Rot gibt es eigentlich nichts Gutes so richtig für den Gürmeck-Engler. Roast? Roast, ja. Aber ist Dismember wahrscheinlich besser? Ja. Vielleicht hat er Dismember. Weiß nicht, wie viele Flieger hat man denn, die man wirklich abschießen will? Flieger? Nicht viele, ne. Aber zweimal. Kostet halt zweimal, ja. Und Instant Speed ist natürlich nochmal eine Wucht. Gibt nichts für 1 aus 5 mal. Lava-Axt kann man spielen. Ja, aber das ist natürlich dann auch schwierig. Dismember ist wahrscheinlich doch gut genug, auch wenn du eine zweite Farbe hast. Kannst du halt nicht gegen Burn und so boarden. Ja. Aber Dismember hat man auch in einem normalen Deck. Dafür lässt sich ziemlich leicht casten. Stony? Kein Stony? Ich glaube, da war der Kahn. Wirklich? Ja, weiß nicht, hat so die drei Länder getappt und dann so, okay,
Dann doch nicht. Ich muss es gerade. Er hat die ganze Zeit so rein. Oh, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Ozone? Mache ich jetzt? Oh, mache ich jetzt mit Khan die Sphere kaputt? Was mache ich jetzt? Oh. Diese Ink-Morph, mache ich Scales kaputt? Das ist echt easy Mode hier mit dir. Weiß ich nicht genau. Teach me. Jetzt halt die Frage, ob wir es machen. Wir können einen. Er hat Claim und Abrade schon gespielt. Ja, wir können. Wir können so den Baby-Modus machen und um Lightning Bolt rumspielen, indem wir erst den opfern, um da 3 Marken drauf zu legen. Fang an, let's go. Do it. Do it! Lightning Bolt. Ja, jetzt sind wir halt richtig all in. Sonst, ja. Wir hätten. Ach doch, wir hätten den noch so sacken müssen. Wenn wir die Sphäre nicht opfern wollen. Macht ihr jetzt hier den Bluff-Stopp? So. Ja, wenn die Gegner überlegen, ja, wenn die Gegner an dem Punkt überlegen, ist schon immer gewonnen. Und ich so, mach ich das Removal jetzt? Oder vielleicht doch erst so später? Ich schätze mal, du musst die zweite Zitadelle nicht opfern. Why? Weil du Liefel hast? Ich muss doch 6 Marken überlegen. Ja. Ach, die zweite. Ja, ja, ja. Ich muss ja jetzt hier nicht. Na? Na? Oh, hier werden Kosten gezahlt. Ah, Mensch. Noch eine Braid, ha? Oh, dang. Das Leben ist so hart. Das Leben ist echt hart. Er hatte doch was. Wow. Guter Draw von ihm. Natural Tron und 3 Antworten. Respekt. Jetzt kommt Stone. Ja. Gehen wir zu Game 3, shortly. Naja, jetzt nicht übertreiben. Unsere Percentage liegen so bei 10%. 10? Er ist wow. Fucking 18 und wir haben nichts und er hat einen Stone gerade gelegt. 10 ist ganz schön viel. Okay. Wir sind jetzt bei 1. 1. 1 ist fair. Sure. Ja, ne? Ja. Also was wollen wir mit 2? Das macht keiner. Na, ich glaube. Du würdest lieber Scales und Walker legen. Ja, es kann halt sein, dass unser Gegner den nicht opfert. Mhm. Wenn unser Gegner nichts hat, würde der Stone nicht geopfert werden, ne? Mhm, ja. Und dann will man wahrscheinlich Walker legen. Aber unser Gegner hat nur Spells in der Hand, das wissen wir schon, weil er Landdrops gemisst hat. Und jetzt kommt Khan. Ulamog. Ja, Ulamog. Okay. Okay, unser Gegner hat ganz schön viele Interaktionen. Andersrum, an dem Punkt, wo wir alles reinopfern, ne? Sagen wir mal, unser Gegner hat Removal. Er braucht ja flat ein Artefakt-Removal. Also ja. Sagt Destroy-Fall. Und an dem Punkt kann er auch einfach, wenn er nicht stirbt, die Sphäre kaputt machen und dann machen, was er will. Ja, und dann sterben wir ja, auch. Ja, genau. Das war gut gespielt, ja. Ah, so. Naja, unser Play verliert nur gegen Dismember quasi. So richtig. Ahnst du? Na, und a Braid und Nature's Claim. Nee, ich meine aber, unsere Line, wenn er Dismember in der Hand hat, wollen wir nicht all-in gehen. Weil dann kann er die Sphäre nicht zerstören. Verstehst du? Ach so. Das ja, heißt, okay. Aber, ja. Wenn wir davon ausgehen, dass er... Ja, whatever. Ich denke, wir haben es richtig gespielt. Ich glaube, hier wollen wir auch einfach keine Claims haben. Ja, das macht unser Deck nur unnötig langsam. Ja, okay. On the play, ja. Mann, 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 das war ein ganz schön gewaltiger Draw. Mhm. Handsgeld kann schon, ist so ein bisschen wie Humans, ne? So ein, zwei Removal reichen meistens nicht. Obwohl es natürlich wichtige Kreaturen gibt, aber... Ja, er braucht das dritte. Das sieht nicht gut genug aus. I mean, wenn wir einen Overseer finden, wenn wir einen Ravager finden. Das ist halt alles nur 1-1er. Das war wir können auch... Achso, nee, wir können nicht alles spielen. Boah. Ich glaube... Das ist spannend. Ich glaube, es ist okay. Wirklich? Warte mal, warte mal. Wieso? Okay. Ich lerne. Okay. Ich find's echt. Doppeljar ist halt super wichtig, finde ich. Wirklich? Und wir können ja, wenn wir damit. On the play. Ja.
Wenn sie halt die ganzen Removal haben. Du willst doch Druck machen. Deine Hand hat eine 1-1er. Du willst nicht den Fokus legen. Ja? Oder willst du die Ballista nicht legen? Du willst jetzt Ballista legen? Weiß ich nicht. Willst du nicht? Das ist nicht der Plan. Gibt es irgendeinen Einwand? Na, wie. Warum sollten wir jetzt Ballista legen? Für Damage? Ja. Also. Ja. Ah, mir gefällt der Keep nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Overseer. Meinst du, das ist schnell genug? Wenn wir jetzt Overseer. Wenn wir Ravager kriegen, ist auch schon richtig hart. Wenn wir Sphäre machen, können wir die Sphäre beschützen für ewig. Das ist auch richtig gut. Sphäre stimmt. Sphäre ist gut, ja. Ich glaube, wir haben eine Menge guter Draws in den 5. Das war halt ein bisschen ätzend. Ätzend? Naja, weil wir halt jetzt die Ballista schon vorgelegt haben. Hätten wir nicht gezogen. Worker. Okay. I guess Worker. Canopy Seed-Karten. Ich muss einfach Sphäre finden. Ja. Worker ist halt so ein 2-2 Wurst. Der kann Marken auf die Ballista legen. Im Wann, wenn du einen Ravager hast. Aber da gewinnen wir sowieso. Ravager ist ja sowieso Liefel. Wir machen jetzt 2. Sagen wir mal, wir ziehen ein Land. Dann kriegt sie. Wieso machen wir eigentlich 2? Wir machen 1. Machen 1. Schuss. Schuss. Legt dann eine extra Marke drauf. Das reicht auch noch nicht. Wahrscheinlich wollen wir nächste Runde dann einfach facken, ne? Facken? Na, die Canopy zum so. Karten ziehen. Ja, finde ich fair. Gefällt mir am besten. Ich glaube nicht, dass der Worker uns zum Ziel bringt. Ne. Wir können auch jetzt die Canopy facken. Ist besser als, sparen wir uns einen Mana. Ne, wir wollen Scales legen, falls wir Ravager ziehen. Ne, aber dann kannst du doch Canopy facken. Scales legen, Ravager legen. Nächste Runde? Ja. Du bestimmt. Wieso? Das kostet 5 nächste Runde. Ah, du willst jetzt Canopy sacken? Jetzt Canopy sacken, genau. Gibt's einen Draw? Was ist denn, wenn wir nächste Runde Stirring ziehen? Dann. I guess. Ja, dann ist dein Play jetzt Scales zu spielen. Also, ich sehe nicht so genau, warum wir jetzt ziehen wollen. Aber wir finden halt auch schneller was. Ja, wir finden genau das gleiche nächste Runde. Es kostet beides quasi ein Mana, sehe ich das richtig? Ja. Na, wir hätten Canopy legen sollen. So richtig schlecht. Also jetzt können wir nächste Runde keinen. Auflegen. Ja. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wenn wir jetzt Ravager ziehen, gewinnen wir, ne? Weil wir, ja, die wird groß genug und dann passt das. Nature's Clan, ja. I guess, das ist ein Grund. Ja. Du aktivierst nicht die Zitadelle, egal. Ist das völlig Latte? Fabius Mana ist besser als Carlos. Ja, aber was willst du denn? Ja, ich meine so. Hallo, willkommen gegen die Modo-Spieler, die Modo-Tron-Spieler. Ist bekannt für ihre guten Draws. Na gut, aber der macht auch nicht super viel. Also, der plus wahrscheinlich. Er verliert immer noch gegen Ravager, wenn er jetzt nicht die Ballista nimmt. Und wenn er die Ballista nimmt, ist er tot. Hm. Ja, wahrscheinlich muss er die Ballista nehmen. Also nicht Ballista, das zu nehmen ist fatal. Ja. Fatal! Und Ballista zu nehmen führt zumindest da. Okay. Gambeln. One okay. Time. Stirrings und Ravager. Let's go. Come on, bitte, 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 bitte. Ah. Ist die Gemstone Cavern? Die Gemstone Cavern.
sehe. Also, komm mit einer Marke rein. Tight. Du willst Khan angreifen. Ich glaube, wir müssen Khan angreifen, damit wir ihn wieder dazu zwingen zu sterben, wenn er Minus macht. Okay. Ihn reinlocken, dass er Plus führt. Okay, fair. Immer noch besser. Mach nicht F6, bitte. Oh, hallo. Nur Colorless, ja? Ist in seiner Hand, er kann ja nicht mal irgendwas spielen. Das heißt, Ravager ist immer noch tot. Land wäre auch richtig gut gewesen. I guess. Damn, seine Hand ist ja richtig schlecht dann. Was soll er haben? Er hat keinen Ulamog, er hat nichts. Er hat wahrscheinlich nur so einen Tronländer? Und Colorless, er hat wahrscheinlich farbige Spells. Viele farbige Spells. Du tötest jetzt aber den Khan. Ah, du musst ja doch den Khan töten, schon. Okay, vielleicht haben wir einen Shot. Er darf halt jetzt nicht. Und vor allem seine farbigen Spells machen auch nicht so viel. Weil wir Welding Jars haben. Aber Sphäre ist natürlich super. Cycelt und gibt die Mana, ist natürlich fantastisch. Jetzt macht er Claim auf irgendwas. Hat er was gefunden, was Großes? Matsch. Ballista? Sieht so aus. Ist dafür 5. So Licht aus. Was ist das denn für ein Artwork? Nochmal so eine komische neue Promo. Ja, schade. Kein 5-0. Was hat er sich gesucht? Nur einmal? Ja. Ja. Ja, das geht nicht.